Liebe Tanja, schön, dass du bei unserem heutigen Interior Talk dabei bist und unsere Community zum Thema Homecation deine Tipps und Tricks verrätst und uns tatsächlich auch noch eine kleine Roomtour gibst. Ich bin ganz gespannt darauf und ja, uns zeigst, wie du das Topic Homecation zu Hause umgesetzt hast. Ja, gerne. Danke, dass ich dabei sein darf oder dass ihr hier bei mir seid. Ja, aber digital, genau, virtuell. Genau, sind wir quasi bei dir. Ich stelle dich ganz kurz vor. Du bist Bloggerin und bloggst unter Bloggerbasar tatsächlich mit deinen Kolleginnen zusammen. Da geht es ganz viel auch um Fashion, aber auch um Interior. Ja. Und hast dich auch aufgrund der aktuellen Situation mit dem Thema Homecation beschäftigt? Genau, ich glaube, das Thema Interior war ja in den letzten Wochen und Monaten so präsent wie nie zuvor, als wir quasi gezwungen wurden, sich mehr und mehr zu Hause aufzuhalten und nicht mehr schnell irgendwo hinflüchten zu können, wo es schön ist. Genau, und deswegen kam mir dann die Idee zu dem Homecation Umstyling meiner Wohnung. Ich habe mich eigentlich schon ein bisschen mit Urlaub in Deutschland abgefunden. Ja. Aber als dann doch irgendwie die Grenzen wieder geöffnet wurden und mein Feed voll war mit Urlaubsimpressionen, kam auch wieder bei mir irgendwie plötzlich das Bedürfnis, irgendwie auszubrechen, irgendwie irgendwo hinzufliegen und fahren, was noch schöner ist, zu Hause. Aber dann war es irgendwie so, nee, ich möchte dem irgendwie entgegenwirken und möchte mir lieber ein Haus, ein Zuhause schaffen, das sich jeden Tag anfühlt wie Urlaub. Und das auch jeden Tag zu Hause genießen zu dürfen, ohne irgendwo hinfliegen zu müssen. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich muss sagen, mir geht es ganz ähnlich. Am Anfang war es noch ganz okay, zu Hause zu bleiben, beziehungsweise es war auch mal schön, zu Hause zu bleiben und nicht immer diese berühmte Fear of Missing Out zu haben. Aber dann, kaum sind die Grenzen auf, sieht man, ist der ganze Instagram-Feed voll von Reisen und wieder schönen Meerbildern. Und man sitzt schon zu Hause da und denkt sich so, sollte man nicht vielleicht doch? Man will dann doch auch irgendwie. Ja, voll. Genau. Und diese ganz berühmte Fear of Missing Out irgendwie schwappt schon wieder über einen drüber. Und du hast es dir dann aber tatsächlich so ein bisschen unter die Fahne gestrichen zu sagen, du versuchst dein Zuhause zu deiner Vacation zu machen. Genau. Ich habe dann, also klar, Reisen ist für mich ein wichtiges Thema oder auch ein wenn ich so drüber nachdenke, wo ich wirklich so unterm Jahr meine größten Inspirationen herhole oder wo ich einfach auch wieder meine Energiereserven auftanke, das ist auf alle Fälle auch an schönen, warmen Orten, irgendwie verbunden mit Urlaubsorten, wo man sich inspirieren lassen kann, wo man einfach mal ein bisschen rauskommt, durchatmen kann. Man muss nicht immer dahin fahren, sondern man kann sich auch diese Oase, dieses Feeling, diesen Vibe einfach zu Hause kreieren. Und habe mir dann das so als Projekt genommen für diesen Sommer, dass ich meine Wohnung zu meinem Lieblingsort von 2020 umkreieren möchte. Perfekt. Wie hast du das denn gestaltet? Welche Tipps und Tricks hast du, um das, ja, um den Urlaub nach Hause zu holen? Also wenn ich so über Urlaub nachdenke, bedeutet das für mich immer so Sommer und draußen sein. Ich finde, Urlaub ist immer eben sehr viel in der Natur, eben das Wetter und das Draußensein zu genießen. Und deswegen habe ich vor allem mit sehr vielen Naturmaterialien gearbeitet. Also obwohl ich mitten in der Stadt wohne, in Berlin, wollte ich hier auch so meine Naturoase und Paradies schaffen und habe deswegen vor allem sehr viel mit natürlichen Materialien gearbeitet, mit Pflanzen, mir so ein bisschen so einen kleinen Dschungel hier kreiert. Und genau, also es ist sehr viel natürliche Materialien, natürliche Farben, Pflanzen, alles, was so dieses Feeling von Urlaub in meinen Gedanken und in meiner Welt kreiert, habe ich dann versucht, hier umzusetzen. Hast du denn einen Raum, der für dich quasi nach Homecation schreit? Das ist jetzt tatsächlich schon mein Schlafzimmer, von dem wir hier schon so einen kleinen Sneak Peek im Hintergrund bekommt. Ich kann euch ja schon einmal rumführen. Wenn gerne, das ja, sind. Cool. Ja, dann zeige ich euch schon mal einmal meine Highlights. Also Schlafzimmer ist natürlich das Highlight, immer das Bett, wo man sich wohlfühlen und bequem fühlen soll. Und ich habe mir hier zwei Kopfteile installiert.
Weil ich finde, das macht so einen Hotel-Look. Also so überdimensional große Elemente. Ich gehe mal noch ein bisschen weiter weg. Da hat man direkt das Gefühl, dass man in einem Hotelbett nächtigt. Wovon ich vorhin schon gesprochen habe, ist diese Naturmaterialien. Ich habe Leinenbettwäsche, die von euch ist auch, die ich nochmal ein bisschen in Kontrast gesetzt habe oder nochmal mit den gleichfärbigen Kissen, das aufgerissen habe von dem Kopfteil in Terrakotta. Dann ein absoluter Homecation und Urlaubsvibe in der Wohnung Hack von mir ist, sind Palmen und große Pflanze. So, wer die großen Pflanzen jetzt noch nicht warten kann, bis die so groß gewachsen sind, oder ich muss sagen, solche großen tropischen Pflanzen sind auch extrem teuer. Da habe ich den Tipp, dass man die einfach auf so einen Hocker zum Beispiel frappiert. Und damit hat man wirklich das Gefühl, jeden Abend auch unter Palmen einschlafen zu können und unter Palmenblätter aufzuwachen. Also ich muss echt sagen, das war wirklich ein absoluter Gamechanger in meinem Schlafparadies hier. Und kann man auch wirklich sehr easy zu Hause nachstylen und nachmachen. Dann, was ich auch vorhin schon meinte, eben mit den Naturmaterialien, ich liebe es, mit zum Beispiel Bamboo rumzuspielen. Habe hier einmal so diesen sehr großen Bambuhocker und dann hier auch nochmal eine Lampe in Wicker. Ah, cool. Genau, und das ist so, und hier habe ich auch nochmal weitere Pflanzen und natürlich auch der Teppich, also morgens aufzuwachen und dann die Füße erstmal auf dem weichen Teppich erden zu können, um so in den Tag zu starten, das ist auch sehr viel wert. Ja. Und dann habe ich noch einen überdimensional großen Spiegel hier angebracht, der das Ganze nochmal zusammenfügt hier, finde ich, in meinem Schlafzimmer. Voll. Deswegen würde ich sagen, hier ist schon auf alle Fälle einer meiner Lieblingsorte in meiner Wohnung entstanden. Sehr schön. Ich finde es auch ganz cool, ehrlich gesagt, wie du zwei Kopfteile aneinander gemacht hast. Also kennt man auch eigentlich nur, dass man eins hat, aber du hast für das Hotel-Feeling zwei zusammengefügt. Voll. Und findet so, in Urlaub gönnt man sich ja eben auch mal ein schönes Urlaub oder kann das eben genießen. Und das ist echt so, hier abends hier anzukommen und in diesem Bett ist echt Entspannung und Abschalten pur. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Du hast ja vorher die Farben angesprochen. Ich habe jetzt viel Terrakotta gesehen, aber auch Beige- und Weißtöne. Sind das so deine Homecation-Farben? Ja, ich würde auf alle Fälle sagen, um dieses Urlaubsfeeling in seinen eigenen Wänden kreieren zu können, würde ich sehr viel mit Weiß arbeiten. Also natürlichen Tönen Weiß, aber auch so Sandtönen, Sand, Beige, alles, was so natürlich ist und auch ein bisschen beruhigt. Ja. Ich kann aber nicht ganz ohne Farbe. Also ich habe es zwischendurch probiert, aber ich brauche dann trotzdem so ein paar Eyecatcher und so ein bisschen so Farbtupfer. Die bringen für mich auch noch mal ein bisschen mehr Kick rein in das Ganze. Und ich habe mich jetzt festgelegt, ist dann auch immer gut, sich auch vielleicht ein gewisses Farbspektrum festzulegen und zu sagen so, okay, schon mal gucken, vielleicht den Moodboard vorab gucken, welche Farben gut miteinander funktionieren. Ich habe mich jetzt an die Terrakotta-Blau-Kombination rangewagt und finde so dieses Yves Klein-Blau mit Terrakotta und dann noch so schwarz-weiß gestreiften Elementen ist hier, glaube ich, hat sich hier ganz, ganz gut zusammengefunden. Ja, auf jeden Fall. Genau, die Pflanzen hattest du ja auch thematisiert mit dem tatsächlich Lifehack, den auf die Pflanze, wenn man sich keine große leisten kann oder auch einfach nicht so hohe Decken hat, auf einen Hocker zu stellen. Welche Pflanzen hast du denn noch bei dir im Zuhause? Also einmal habt ihr hier schon eben diesen Palmendschungel und die Strelitzie gesehen. Was ich jetzt nochmal, wir kommen jetzt weiter in den nächsten Raum meiner Wohnung, in den nächsten Homecation-Spot. Und das ist das Wohnzimmer. Und hier habe ich auch wieder diesen Hack angewendet. Ich zeige euch das mal. Hier habe ich so Olivenbäumchen, die eigentlich klein sind, aber ich habe die in auch wieder Terrakotta-Töpfe getopft und habe dann auch darunter noch einen Terrakotta-Topf und den einfach umgedreht. Die sind auch, also die bekommt man überall, kann man natürlich auch andere Töpfe nehmen. Aber die sind super günstig, sind super schön, haben eben dieses Naturmaterial, haben dieses mediterrane
und habe die hier noch kombiniert mit anderen gigantischen Vasen, die von euch sind, die ihr auch in meinem Homecation Sale findet, weil ich bin auch großer Fan von überdimensional großen Sachen. Ja. Ich finde, das hat auch so ein bisschen so diesen Hotel- und Urlaubsflair, weil man da immer sehr große Skulpturen und Möbel findet. Und ein großes Sommerthema ist für mich auch Games. Also so habe ich hier auch ein Travertin-Schachbrett. Schön. Genau, das ist einmal hier. Das sind einmal die Olivenbäume, was so das Mediterrane für mich hat. Mhm. Und jetzt gehen wir einmal weiter in meinen Vorraum. Mhm. Und hier habe ich das Ganze auch nochmal angewendet. Und zwar mit einem Kaktus. Und der steht auch auf einem Hocker, den ihr auch im Westwing Sale findet. Genau, und der bekommt dadurch auch nochmal so eine ganz andere Dimension und Größe. Genau, das war es jetzt erstmal. Naja, wohl, hier habe ich noch ein paar Trockenblumen. Ja. Tatsächlich. das ist einfach auch super. Also ich liebe es immer wieder, auch frische Blumen in meiner Wohnung zu haben. Aber ich finde es dann einfach immer extrem schade, dass man die wegwerfen muss. Und wenn man die dann eben aus dem Wasser, ab einem gewissen Punkt aus dem Wasser rausnimmt und einfach Luft trocknen lässt, dann bekommt man dann auch nochmal so ein super schönes Trockenblumenarrangement daraus, wie hier. Ja. Genau, und dann habe ich noch ein kleines Zitronenbäumchen. Das darf in keiner Homecation fehlen. Genau, das war es, glaube ich, erstmal mit den Pflanzen. Und genau, also ich ist auch, Pflanzen bedeuten auch Arbeit. Also das ist ganz klar auch ein Lebewesen, darum muss man sich kümmern. Da muss man muss auch erstmal verstehen, wie die funktionieren, wo, in welchem Spot in der Wohnung. Genau, total. Deswegen habe ich auch den Kaktus eben, der braucht nicht so viel, den habe ich eher in einem dunkleren Raum. Die Strelitzie braucht sehr viel Licht, deswegen habe ich sie direkt neben dem Fenster. Die Olivenbäume sind auch einen sehr lichtdurchfluteten und auch in einem Durchzugraum. Also wenn ich die Fenster offen habe zwischen Küche und Schlafzimmer, dann ist da auch ein Durchzug, weil die brauchen Luft und die brauchen einen sehr, sehr hellen Raum. Ja, gut, jetzt habe ich wieder was gelernt. Wusste ich zum Beispiel auch, bitte. Auch tatsächlich nicht. Ich würde noch mal gern zurückkommen auf die überdimensional großen Vasen, die ich übrigens auch sehr cool finde. Mhm. Und die, wie du ja erwähnt hast, tatsächlich auch im mediterranen Raum viel zu finden sind. Hast du denn einen Urlaubsspot oder vielleicht auch mehrere, von denen du dir deine Inspiration holst? Also mein Lieblingsland ist tatsächlich gerade Portugal. Mhm. Ich finde, so Portugal war in den letzten Jahren eher so ein bisschen... wurde nicht so beachtet, wurde Gott sei Dank nicht so verbaut mit riesen Tourismusanlagen, wovon Portugal gerade sehr profitiert, weil es dort einfach noch sehr viel Natur gibt, sehr viel unbebaute Landschaft und da man wirklich nochmal so das Naturangebot des Landes extrem genießen kann. Und letztes Jahr habe ich dort auch ein wunderschön kleines, verschlafenes Dörfchen entdeckt, das nennt sich Comporta, was sofort zu meiner absoluten Lieblingsdestination wurde, weil es gibt dort nicht so viele Sachen und ich brauche im Urlaub auch nicht das Überangebot, weil das kenne ich von meinem Job, ich kenne das von der Großstadt, eigentlich will ich im Urlaub wirklich nur so minimiert, aber dann ein paar richtig gute Sachen und schöne Sachen, die mich inspirieren und durch das ganze Jahr quasi bringen mit allen Impressionen, Sachen, die ich dort gesehen habe. Und da gibt es wunderschöne Vintage Interior Stores oder auch portugiesische Interior Shops. Und ich finde, Portugal ist, was das Thema Keramik betrifft, Pottery Made in Portugal oder auch Leinen, Textilien, haben die super schöne, hochwertige Sachen. Das Kleid ist zum Beispiel auch aus Portugal. Deswegen habe ich mich dort direkt in diesen Ort verliebt und habe auch sehr viele Sachen von dem Ort in meiner Wohnung oder Inspiration jetzt aus dem Ort in meiner Wohnung. Ich habe hier ein Bildband, auch Comporta Bliss, wo die schönsten Häuser aus Comporta porträtiert sind. Das habe ich mir direkt bei meinem ersten Besuch mitgenommen und da blätter ich immer wieder gerne rein und bekomme dadurch auch so ein bisschen Urlaubsfeeling. Das ist zum Beispiel auch eine alte Wasserkaraffe, die made in Portugal ist. Das sind alles handangearbeitete Steine. Genau, das sind auch, ich würde auch sagen, ist mein Tipp, um dieses
Homecation-Feeling zu Hause zu kreieren, indem es sich einfach ein paar Souvenirs aus seinen Lieblingsorten mitnimmt und die zu Hause hat und dann immer wieder so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen kann. Voll, auf jeden Fall. Auch die Muschelvasen oder Schalen, besser gesagt, fand ich auch sehr schön. Genau. Passt ja auch zu dem Homecation-Thema. Ja, die findet man auch, übrigens auch im Sale, in dem Homecation-Sale. Die sind auch bei euch mit dabei. Liebe ich auch. Eben das ist auch so, auch ein weiterer Tipp natürlich. Alles, was so an organischen Formen und Materialien, die man halt immer im Urlaub zu sehen bekommt, wenn man die sich zu Hause auch trapiert oder eben in sein Heim auch davon quasi täglich sich nähren kann visuell, das hilft auch sehr gegen Fernweh. Und in Kombination dann eben zum Beispiel mit Zitrusfrüchten, was für mich auch immer so ein Urlaubsthema ist, bekommt man damit auch so ein bisschen Vacation Flair at home. Auf jeden Fall. Ist ja auch ein schön nachhaltiges Thema, auch dann vor Ort in kleinen Läden zu unterstützen, kleine Händler zu unterstützen. Total. Und dann auch nicht jetzt irgendwas groß gefertigtes nochmal extra in Deutschland zum Beispiel kaufen, sondern einfach mitzunehmen. Weil dann hat man erstens was Gutes getan, man hat kleine Händler unterstützt, aber auf der anderen Seite hat man auch tatsächlich ein Interior Piece, was einen an den Urlaub erinnert und man muss es nicht extra kaufen, sondern man hat es ja dann quasi auch schon. Auf jeden Fall. Deswegen, ich habe hier auch einen sehr großen Mix in der Wohnung aus Vintage-Möbel, aus teilweise lokalen Designern aus Berlin auch sehr viel. Oder halt eben jetzt auch ein paar neue Pieces, wo ich gesagt habe, so in die möchte ich gerne investieren. Ja. Dadurch, dass der Urlaub vielleicht diesen Sommer ja ausfällt, ist dann eher so, dass man sagt, okay, man investiert in sein eigenes Heim und macht sich eben ein Homecation-Feeling, dass man das ganze Jahr über genießen kann, statt nur diese eine Woche. Genau, wir hatten ja auch im Vorfeld schon gesprochen und ich fand es sehr schön, als du erwähnt hattest oder diese Idee in den Raum geworfen hast, das Geld, was man sonst für den Urlaub ausgibt, tatsächlich in Urlaub zu Hause zu investieren und einfach zu sagen, bevor ich jetzt wieder Geld raushaue, so sage ich es jetzt mal, investiere ich das in unser Zuhause und hole mir das Urlaubsfeeling dauerhaft nach Hause auch. Auf jeden Fall. Das war auf alle Fälle auch die Idee und kann ich auch nur mitgeben, dass man sagt, so okay, wenn jetzt dieses Jahr leider der Urlaub kürzer kommt oder generell sich zu Hause gerade eben den Safe Space kreieren kann und will, dann glaube ich, hat man hier jetzt ein paar gute Tipps bekommen, wie man mit einem gewissen Accessoires oder mit welchen Materialien. Wie gesagt, ich arbeite sehr gerne mit Leinen, Jute, Naturmaterialien im Teppich und durch gewisse Accessoires bekommt man dann auch schon sehr gut zu Hause diese Stimmung hin. Auf jeden Fall. Hast du jetzt zum Schluss noch einen Tipp beziehungsweise ein Produkt für unsere Community, das, wenn sie das Homecation-Feeling nach Hause bringen wollen, auf gar keinen Fall missen dürfen? Auf gar keinen Fall. Also ich finde, ist auf alle Fälle Pflanzen. Gewisse Pflanzen, die, wo man sagt, die erinnern einen an Urlaub oder man positioniert die da, dass man sie wirklich komplett genießen kann. Wie gesagt, nach wie vor Naturmaterialien, Teppiche, dieses weiche Gefühl trotzdem zu Hause zu gestalten. Und ein paar kleine nette Accessoires, so Blickfänger, so gewisse Ecken, wo man einfach gerne hinguckt. Wenn man es auch nicht in der ganzen Wohnung schafft und auch gleich vorweg, einrichten ist immer ein Prozess. Man ist nie damit fertig. Das sollte auch sich immer wieder nach so seiner eigenen Stimmung oder wie man Zeit dafür gerade hat, sich weiterentwickeln. Also die Leute, die frustriert versuchen, irgendwas fertig zu machen, so no worries, es ist ein Prozess für alle. Und dann lieber so eine Ecke fertig machen und sagen, das wird jetzt meine Lieblingsecke. Und dann guckt man da einfach gerne hin und erfreut sich an dieser Ecke. Das war wirklich bei mir so im Schlafzimmer. Ich habe mich da hingestellt, 5 Minuten und war so, ach, das sieht so schön aus. Es ist voll Zeit, oder? Granite und es ist so, da freut man sich an dem Anblick. Und das macht dann einfach wirklich so einen Spaß und dann lieber auf eine Ecke konzentrieren, wenn man sagt, man schafft das auch nicht alles. Und dann macht das Ganze auch wieder viel mehr Spaß.
Auf jeden Fall. Liebe Tanja, ich fand, das war ein sehr schöner Endsatz. Make the process, enjoy the process ja. und happy homecation, happy würde ich mal homecation. Sagen. Enjoy your vacation. So ist es. Vielen Dankeschön. Lieben Dank, dass du deine Wohnung, deine Homecation-Tipps mit uns geteilt hast und auf bald. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf euer Feedback. Ciao. Auf jeden Fall, mach's gut. Ciao. Tschüss.